Hallo Leute, ja, letztes Mal war die Frage, warum schlafen die nicht in ihren Betten? Und das ist gar nicht mal so schwer, weil einfach hier, das ist hier die Dingens hier, sag schon, das ist, war für Gefangene ausgewählt und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil die Tür da kaputt war, dann habe ich das gemacht. Aber was ich auch gesehen habe, leider ist Maisie, die Arbeiterin, jetzt tot. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir die beerdigen, weil das ist kein schöner Anblick für die anderen. Deswegen würde ich sagen, Logo, Großbildschirm und dann gucken wir zu, dass wir das erledigen. So, das heißt, wir müssen mal irgendwo eine Grabstätte machen. Haben wir hier schon eine? Ja, enthält Asti, Leibwächterin, tot. Das heißt, wir müssen da Kopie bauen. Ja, machen wir da mal hin, ne? Und dann müssen wir schauen. Die schlafen wir jetzt noch alle draußen, ne? Das ist nicht so schön. Zone gibt. Hier fehlt die Tür auf jeden Fall. Die sollten wir vielleicht erstmal wieder reinbauen. Boden ist alles gut. Strukturen, das waren, glaube ich, die Türen. Naja. Machen wir da mal eine Tür rein. Da soll alles aufgeräumt werden. Da hinten ist schon fertig. Das heißt, da kann auch ein Boden gebaut werden. Ich glaube, der Holzboden war da richtig, ne? Das ist schon mal erledigt. Weiter reinzoomen geht nicht. Ich würde gerne weiter reinzoomen, aber. Okay, das heißt, da muss erst gebaut werden, damit wir das hinkriegen, ne? Ja, gut. Okay, das hat dann nicht geklappt mit der. Hier ist kein Strom drinne, aber wir haben auch Nacht, das heißt, die können mal schneller schlafen, ne? Einer, Westi und Peike schlafen auf jeden Fall schon im Bett, das ist schon mal gut. Nur Redron hat das nicht geschafft. Der Hase ist im Bett, der Hund ist im Bett, was wollen wir mehr? So, wird glaube ich wieder taghell. Die erste läuft und holt sich was zu essen. Da haben wir zum Glück genug drin, aber wir haben ein Holzproblem. Damit geht unser Generator nicht und damit wird das Essen schneller verderben. Da müssen wir aufpassen. Machen wir gerade nochmal schneller. Was macht sie jetzt? Irgendwas macht sie, ich weiß aber nicht was. Den Hund verarzen oder was? Körper. Prallung, Prallung, okay. Hier fehlt auf jeden Fall was an Essen. Jetzt müsste dieses Grab hier prioritätenmäßig als erstes ausgearbeitet werden, ne? Hier fehlt auch Holz. Das ist nicht verletzt oder der ist nicht verletzt. Okay, da wird auch gelaufen jetzt. Ja, schlechte Gedanken, weil, ne? Tisch und Stühle sind aber schon da eigentlich, oder sind die Stühle noch nicht fertig? Ich glaube, die Stühle sind noch nicht fertig, ne? Stuhl aus Blaupause, okay. Wer macht denn jetzt hier erstmal das Grab? Das wäre wichtig. Ja. Da wird die Tür gemacht, okay. Ja. Kann man das priorisieren? Wahrscheinlich. Aber ich glaube, Feli, der geht da jetzt hin und macht das, oder? Ich will's hoffen. Ja, sieht danach aus. Gut, dann können wir diese Person da beerdigen und dann ist wieder besser. Mal gerade schneller. Macht Feli das auch? Nee, der macht nicht. Der macht jetzt die Tür weiter. Aber Redran macht das und beerdigt jetzt. Maisie war das, ne? So, erledigt. Besser ist das. Aber das heißt, wir haben nicht jemand Neues in unsere Kolonie aufnehmen können. Wie kann man das hier voranbringen? Da wird gekocht.
Wäre jetzt schön, wenn jemand nicht putzt, sondern hier erstmal Holz reinbringt. Aber wir haben wahrscheinlich kein Holz. Das wird unser Problem sein, ne? Das wird unser Problem sein. Holz hacken, machen wir mal so, ne? Vielleicht klappt es dann auch mit den Nachbarn, ne? Da dran, holt Essen. Hier liegt ganz viel im Lager schon. Feli hat das gerade neu sortiert, glaube. Hier wird gerade Blut weggemacht, okay. Da ist das Essen gekommen. Es wäre aber schön, wenn wir da jetzt mal gerade gucken. Der Hund wird hoffentlich wieder gesund, aber das müsste eigentlich mit den Prellungen klappen, ne? Ja, da ist gerade ein Baum gefallen, das heißt, es ist auch Holz da. 46 hier, das müsste also klappen, dass der Ofen gleich wieder an ist. Hier wird auch sauber gemacht. Mal gerade ein bisschen schneller. Okay, da wird Holz geholt, das ist schon mal gut. Und da wird der Boden natürlich mitgemacht, das Feuer wird angemacht. Macht einer jetzt noch was in den Generator rein? Ja, okay, das heißt, wir haben auch wieder Strom, das heißt, Kühlung wird gleich funktionieren. Besser ist das, ne? Ah, da werden die Stühle gemacht und nicht der Boden. Okay, das ist auch sehr gut. Das ist noch Baustelle, okay. Ah, erster Stuhl ist fertig. Sehr schön. So, das bedeutet, hier müssen wir mal was ändern. Das ist jetzt nicht die optimale Geschichte, hier durch dahin zu gehen, oder? Dann würde ich mal sagen, machen wir mal Befehle. Ne, Befehle waren da schon. Machen wir das so. Ja, machen wir so. Ein weiter würde nicht gut sein, das machen wir so. Dann würde ich das da noch machen und den Eingang machen wir hier. Hier oben haben wir auch schon Raum aufgemacht, okay. Da würde ich jetzt aber tatsächlich überlegen, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 4. Warte mal, können wir das abbrechen machen? Ja, ne? Dann wären das noch 4. Nicht so passend. Hm, 5 und 4, ne, das wäre, würde mir nicht gefallen jetzt gerade. Lass uns das, ach, haben wir schon an. Lass uns mal 3 mal 4 ist 12. Das machen wir mal auch so. Und hier würde ich jetzt einen Gang hoch machen wollen. Dann machen wir das so. So, und die hinten machen wir erstmal weg. Das ist dann erstmal ein Raum zum Wohnen. Gestein abbauen. 3 mal 4. Und da geht's nicht, aber ist nicht schlimm. Das wollte ich dann mal erstmal so machen. Gut, das heißt, da kommen 3 Zimmer hin, wo die jeder sein eigenes Zimmer hat und pennen kann nachher. Aber jetzt wird hier unten natürlich auch schon gearbeitet. Da wird gekocht, das passt. Wir haben noch Energie hier. Generieren wir, das ist auch gut. Wie viel essen wir mal? 9 Portionen, das geht erstmal. Red Run macht das schon. Der Hund bewegt sich wieder, das ist auch gut. Was haben wir hier? Dreckig? Wahrscheinlich, ne? Ja, wäre schön, wenn die das hier noch wegbringen würden, ne? Und die Prio da drauf liegen würde, ne? Und hier sauber machen wir auch nicht schlecht, damit das schicker aussieht, oder?
Ja, viel Arbeit. Was ist das? Holzbodenbaupause. Okay, ist auch noch nicht fertig. Da wurde noch mal Essen hingelegt. 10 Portionen sind da. Eine ist da. Da sind wir, glaube ich, ganz gut mit unterwegs erstmal mit dem Essen. Haben hier noch genug Nahrung drinne und können hier auch weitere benötigte Lichtstärke 51. Okay, 23% gewachsen. Hier sind wir bei 29, aber wir haben erstmal noch einen Vorrat. Das sollte einigermaßen funktionieren, oder? Ich glaube, jetzt ist Freizeit. Was haben wir denn hier oben? Brandschutzmaßnahme. Folgende Dinge können helfen, Brandschäden zu minimieren. Statt ein einziges riesiges Gebäude zu bauen, ist es sinnvoller, einzelne Gebäude zu bauen, die einen gewissen Abstand voneinander haben. Benutze schwer brennbare Materialien. Hölzerne Bauwerke sind billig und schnell gebaut, aber auch leicht entflammbar. Baue Brandschneisen, um die Bedrohung von größeren Brennen, Waldbränden, Buschfeuer etc. zu verhindern. Ein Betonstreifen, der 3 bis 4 Zellen breit ist, stoppt in der Regel den sich ausbreitendes Feuer. Ja. Gut, haben wir verstanden. In den Tab Geschichte am unteren Bildschirmrand kannst du den zeitlichen Verlauf deiner Kolonie einsehen, okay? Der muss wohl hier unten sein, ne? Okay, das sieht ja schon ganz nett aus. Bauwerke, Kreaturen, Gegenstände, Gesamt, okay? Nachrichten gibt's auch. Ja, Statistiken auch nett. Gut, das haben wir auch. Und was haben wir? Outfits? Das bedeutet, dass du den Hornisten nicht jedes Kleidungsstück manuell zuweisen musst, obwohl du das tun kannst, wenn du möchtest. Automatische Kleiderwahl der Hornisten einzustellen, können öffne den Tab zuweisen und beim Benutzer den Dialogfenster. Okay, habe ich auch verstanden. Brauche ich nicht mehr. Gut, ich hoffe. Page oder wie es auch immer heißt, geht jetzt hier hin? Nee. Wo ist ein Red Run? Kommt da unten und macht jetzt was? Ah, geht ins Bett. Okay, die hat jetzt sich auch das Bett genommen, dann passt es ja schon mal. Okay, das heißt schneller schlafen. Hase und Hund schlafen auch, das ist schon mal gut. Jetzt müssten wir noch ein bisschen gucken, dass wir hier was sauber kriegen und so, ne? Der Hund ist schon wach. Und die anderen drei sind auch alle auf einmal wach. Essen sollte jetzt gerade kein Problem sein. So, den Forschungstisch müssen wir auch noch reinbringen dann, ne? Und vor allem hier den Steinmetztisch, den brauchen wir wahrscheinlich auch, ne? Alle drei sitzen am Tisch und essen, das ist schon mal sehr schön. Und da schläft wer? Ein Hase, okay. Fili ist da am Arbeiten. Red Run hat nochmal Essen zusammengepackt. Und sie wird wahrscheinlich wieder kochen, ne? Ah, Red Run kocht und was macht sie hier jetzt? Keine Ahnung, wo sie hingeht, aber ziemlich weit weg. Ich weiß nicht, was sie macht. Da sind Pferde. Ah, sie zähmt jetzt das Pferd oder was? Hengst, gesund, Körper, sozial. Okay. Hat sie was zu essen mitgehabt gerade? Macht beruhigende Laute in der Nähe von dem Hengst. Okay. Rief Hengst 1 um sich. Hengst 1 hat er genommen und tritt Pages Gemeinschaft bei. Okay, wir haben einen Hengst bekommen. Okay, das ist ja cool geworden. Können wir noch mehr? Da ist noch jemand ausgewählt. Das ist auch ein Hengst. Und das? Ist ein Hengst? Ich brauche aber eine Stute eher dann. Hengst. Alles Hengste, ne? Da ist eine, da ist eine Stute. Zähmen.
Den breche ich mal ab, weil Hengst und Stute wäre schon nicht. Zwei Hengste ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das kriegen, ne? Was ist das hier? Eichhörnchen tot, okay. So, da oben wird weiter ausgehöhlt, das ist auch okay so. Essen ist 12 Mal da, das ist auch okay. Sollen wir hier noch liegen? Bauteile, 40 Stück, okay. Red Run ist schon wieder am Essen machen. Gehege benötigt. Eine der Haustiere sind Streuner. Wenn du sie nicht in einem Gehege hältst oder an einem Karawanensammelpunkt anbindest, werden sie weglaufen. Steuere ein Tiergehege, indem du eine Gehegemarkierung innerhalb eines Bereichs baust, der von Zäunen, Barrikaden oder Wänden umgeschlossen ist. Wähle mir aus, um sie zu sehen, welche Tiere zugelassen sind und wie viele dieses Gehege aufnehmen kann. Okay. Also im Endeffekt hier, ne? Aber wir machen das Gehege weiter außerhalb. Zone. Zierung Gehege, Heimatgebiet, erlaubtes Gebiet. Nee, das ist hier nix. Strukturen. Zaun. Tja, würde ich jetzt hier tatsächlich einen Zaun machen wollen, ne? Okay, da ist schon einer zu viel. Und ich würde hier jetzt zwei wegmachen, weil ich dann da noch ein Tür-Zauntor machen wollte, ne? Reicht eins? Ah, ich lasse zwei. Gut. Und dafür brauchen wir bestimmt auch noch mehr Holz. Hacken wir die Bäume hier noch ab. Was ist das für einer? Mega Faultier, okay. Was ist das hier mit Feli? Okay, jetzt ist er. Mützen über die Herstellung von Mützen, ja, alles klar. Mehr Sorgen mache ich mir auch gerade nicht. Okay, die Tür wird als erstes gemacht, das ist schon mal cool. Ah, hier wird sogar auch schon sofort etwas wie hergestellt. Zaun aus Stahl. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Wie hätte ich das denn jetzt ändern können? Weißt du was? Jetzt lassen erst bauen. Ist egal. Ist das hier auch Stahl? Nee, Granitblöcke. Zuweisung, nee, Architektur, Befehle, Ernten, können wir da nochmal und da auch nochmal. Haben wir hier noch was in der Nähe? Hier nochmal. Da sind Lamas. Ja, ist erstmal gut, denke ich. Da ist noch was. Und da sind auch noch zwei Sträuche, die nehmen wir auch noch mit. Soll erstmal reichen. Zaun wird fertig gebaut, ja. Was hier? Blaupause. Gut, dann Gehegemarkierung. Ja, warum die jetzt Stahl genommen hat, weiß ich nicht. Weil hier mal Holz genommen, ne? Ja. Naja, dann ist das erstmal so. Die Bären werden gesammelt. Wo ist das Pferd?
Ist das unser? Ne, Hengst 1 muss es sein. Das ist der da, ne? Ja, wie kriege ich den da rein? Das ist die Frage, ne? Jetzt muss ich da doch eine Zone haben, oder? Anbauzone. Heimatgebiet erweitern. Bräunig ist schon Heimatgebiet, oder? Können das ja noch mal checken hier gerade. Okay, hier wäre nicht Heimatgebiet, dann machen wir das auch noch schnell. Und hier wäre auch nicht Heimatgebiet. Das verkleinern wir aber gerade hier um diese Zone, weil sonst laufen sie mir da nachher noch rum. Dach bauen, erweitern, Dach abreißen. Lagerzone. Fallzone, Anbauzone. Das ist jetzt eine Abfallzone. Das für Pflanzen. Ich finde jetzt aber nicht die Zone. Böden. So, Oberflächen müssen wir auch noch glätten. Auch sehr interessant, ne? Jetzt sollten wir das auch mal machen. So, jetzt hier noch mal gucken. Sehe jetzt aber nicht. Tierklappe, okay. Zauntor. Möbel. Da ist jetzt nichts, was ich da sehen würde, dass das Stachelfalle. Böden. Zone verkleinern, die hatten wir schon. Produktion. Trichter. Nähtisch wäre noch interessant. Karawanensammelplatz. Kann ich den da reinmachen und das ist dann gut? Eiche. Karawanensammelplatz. Okay, den haben wir, wenn. Eierkiste, Gehegemarkierung aus Holz. Aha. Dann kann ich das aber abreißen, glaube, ne? Weil das mache ich ja jetzt und dann ist das das Gehege für die Tiere. Jetzt haben wir es gefunden, glaube. Gut, die drei sind schon am Schlafen, das heißt, wir können auch schnell schlafen. Wer arbeitet denn da? Ach, Feli ist gar nicht im Bett, okay. Keule aus Holz, nur Lager zerfallen. Okay, ist nicht schlimm. Keule aus Holz braucht man jetzt auch nicht. Warum regnen, ne, oder? Weil das draußen alles liegt, das ist das Problem wahrscheinlich. Egal. Und da wachsen gerade in unserem Dingens Bäume vom Feuer. So, da ist jemand. Warte mal. Nee, ja doch, Baum ausgraben ist vielleicht gar nicht mal so schlecht und das auch. Da ist noch ein Hase. Ja, was machen wir jetzt? Hier wurde zwar schon was ausgearbeitet, hier ist auch fertig, aber hier die Klamotten. Ach, wir haben wahrscheinlich kein Lager, dass das rauskommt. Das ist unser Problem, ne? Struktur. Nee, Zone. Lagerzone. Mach die mal hier hin.
Was kommt denn da rein? Pflanzliche Steinblöcke. Ach so, da kommt jetzt alles rein. Alles verbieten. Und dann das erlauben. Ich hoffe, das war das Entscheidende, dass die jetzt diese Steinblöcke hier mal wegbringen, damit das hier einigermaßen ordentlich aussieht nachher. Feli macht, glaube ich, die Wand glatt. Machen wir gerade schneller. Jetzt tun beide brutzeln. Oder ne, da wird der Baum ausgehoben. Dann passt das ja. Schussgenauigkeit. Du kannst dir anzeigen lassen, wie hoch die Trefferchance eines Schusses sein wird. Wähle dazu den Schützen aus und bewege den Mauszeiger über das Ziel. Tooltip zeigt die Trefferchance an und durch welche Faktoren sie beeinflusst werden. Okay. Verstanden. Häschen ist da oben schon. Ja. Nochmal schneller. Also das Glätten der Wände dauert unwahrscheinlich lange, sehe ich gerade. Ist vielleicht nicht so eine tolle Idee, das jetzt zu machen. Da brauchen wir mehr Kolonisten für, denke ich. Die Wand dann noch und dann ist gut. Questaktivschiff zu den Sternen. Okay. Oh, ich habe hier ein 14 Tage altes Quest. Wir haben geheime Funksprüche abgefangen, aus denen hervorgeht, dass in der Nähe von Reittau wertvolle Waren im Gesamtwert von $600 gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Hightech-Bauteilen. Es scheint, dass dort ein unbekanntes Bedrohung lauern könnte. Hightech-Bauteil. Okay, also das ist weit, weit weg. Reinzoomen. Nee, da will ich jetzt nicht hinlaufen. Das ist mir die Sache jetzt gerade nicht wert. Red dran bringt jetzt auch so ein Essen rein. Okay. Die Bären werden jetzt drunter gelagert. Auch nicht verkehrt, ne? Sind denn hier schon Steine hingekommen? Ne. Es wäre cool, wenn die dann mal vom Tisch hier zum Beispiel kommen, ne? Wird aber erst ausgebaut, da und da und da. Naja, okay, ich würde auch sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.